Hallo, ich bin der Erik und ich erzähle euch heute etwas über relativistische Teilchenphysik. Genau, in dem Themengebiet schauen wir uns an, was passiert, wenn sich Teilchen mit hohen Geschwindigkeiten bewegen. Und wir schauen uns auch an, was passiert, wenn irgendwie hochenergetische Teilchen miteinander stoßen oder wenn sie sich aneinander streuen. Genau. Und da fangen wir erstmal an und schauen uns an, wie sich Energie und Impuls bei hohen Geschwindigkeiten verhalten. Genau, klassisch kennt man das ja, der Impuls ist durch m mal v gegeben und die kinetische Energie ist durch 1/2 mv Quadrat gegeben. Das stimmt jetzt für hohe Geschwindigkeiten nicht mehr. Aber man kann das umgehen, indem man da einen etwas anderen Term einführt. Und als erstes Mal gehen wir davon aus, dass bei hohen Geschwindigkeiten immer noch Energieerhaltungssatz und Impulserhaltungssatz gilt. Das ist eine Annahme, die wir treffen, aber die halbwegs sinnvoll ist. Genau. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was mit dem Impuls bei hohen Geschwindigkeiten passiert. Genau. Dafür schauen wir uns zwei Teilchen an, die mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit aufeinander zurasen und kollidieren. Und wir sagen, dass die Teilchen identisch sind. Also zum Beispiel zwei Protonen. Genau. Und wenn die kollidieren, können wir das hier so weiter eintragen, werden die hier so aneinander gestreut, beziehungsweise die kollidieren miteinander, dann haben wir so ein Bildchen. Genau. Und wenn die irgendwie gleich sind, dann wissen wir aus Energie- und Impulserhaltung, die Geschwindigkeit der beiden nachher ist genau dieselbe wie die Geschwindigkeit der beiden vorher. Und die schließen irgendwie beide so einen Winkel Theta mit der x-Achse ein. Genau. Und jetzt sagen wir einfach, wir betrachten das Ganze, also das schauen wir uns irgendwie, das Laborsystem. Und wir schauen uns jetzt das ganze System aus einem anderen Bezugssystem an, nämlich aus einem Bezugssystem, was oder in welchem das Teilchen 1 keine Horizontalgeschwindigkeit hat. Das heißt, ein Bezugssystem, was sich entlang der x-Achse mit derselben Horizontalgeschwindigkeit wie Teilchen 1 bewegt. Genau, und in so einem Bezugssystem bewegt sich Teilchen 1 nach oben, es wird gestreut und geht wieder nach unten. Genau, und Strichachse. Und das Teilchen 2 hat jetzt eine deutlich höhere Geschwindigkeit entlang der x-Achse. Es bewegt sich vielleicht so hier. Genau, und es schließt jetzt irgendwie einen Winkel Alpha mit der x-Achse ein. Und der Winkel Alpha ist irgendwie ein bisschen größer als der Winkel Theta. Genau. Und wir sagen einfach, die Geschwindigkeit von Teilchen 1 ist w. Genau, und aus Symmetriegründen können wir sagen, dass die Geschwindigkeit vorher und nachher genau gleich groß ist. Und wir sagen, dass die Horizontalgeschwindigkeit von Teilchen 2 genau u ist und die Gesamtgeschwindigkeit genau v. Die ist vorher und nachher auch gleich. Okay, und in dem System gilt, wie wir angenommen haben, auch wieder Energie- und Impulserhaltung. Und wir wollen jetzt den Impuls von Teilchen 2 anschauen. Und wenn wir den Impuls rauskriegen, dann sehen wir, dass sich da etwas ändert, einfach nur, weil wir uns da mit einer anderen Geschwindigkeit oder mit einer Geschwindigkeit bewegen, die größer ist als 0. Um den Impuls aber rauszukriegen und um jetzt nicht einfach wieder mv zu schreiben, wie das im klassischen der Fall war, wollen wir einen Impuls rausbekommen oder wollen wir die y-Komponente des Impulses bekommen, also die Komponente des Impulses entlang der Richtung. Genau, dafür brauchen wir eigentlich nur die Geschwindigkeit, mal die Masse, naja, die sagen wir einfach ist m. Okay, das heißt, wir wollen die Geschwindigkeitskomponente von dem Teilchen in die Richtung. Wir könnten natürlich jetzt einfach u mal Tangens Alpha schreiben. Also wir könnten jetzt schreiben, dass die Komponente genau u mal Tangens Alpha ist. Aber da haben wir irgendwie nicht viel gekonnt, weil der Winkel Alpha, den kennen wir ja auch nicht. Der ist ja auch nur irgendeine Größe, die irgendwie auftaucht. Also wir wollen irgendeine Geschwindigkeitskomponente, die mit der Geschwindigkeit v im Zusammenhang steht. Genau. Und
Wie machen wir das? Naja, wir können uns das ganze System aus noch einem anderen Bezugssystem anschauen und machen das Ganze einfach trickreich. Und wir sagen, wir wählen ein Bezugssystem, was sich mit der Geschwindigkeit u nach links bewegt. Genau. Und in diesem System hat das Teilchen 2 keine Horizontalgeschwindigkeit. Das heißt, in diesem System wissen wir, dass sich Teilchen 2 nur nach oben und unten bewegt und bekennen die vertikale Komponente der Geschwindigkeit. Okay, was ist jetzt das Coole daran? Naja, wir können den Prozess einfach umdrehen. Also, das ist einfach aus Symmetriegründen gilt jetzt, dass der Vorgang so aussieht. Also, das ist unser Teilchen 2 in dem dritten Bezugssystem, was wir uns jetzt anschauen. Also, Bezugssystem x'. Und das Teilchen 1, das bewegt sich jetzt hier lang. Das bewegt sich da lang. Nein, das bewegt sich nicht da lang. Okay. Genau, und das ist jetzt wieder unser Winkel Alpha. Das war Teilchen 1. Genau. Und das Teilchen 1 bewegt sich mit einer Geschwindigkeit u in die Richtung. Okay, und was wissen wir jetzt aus der speziellen Relativitätstheorie? Naja, das Teilchen 2 bewegt sich nur nach oben und unten. Und wir haben uns in ein Bezugssystem gesetzt, was mit u nach links geht. Das heißt, wir wissen, dass die ursprüngliche Tangentialkomponente, die vertikale Komponente der Geschwindigkeit von 2 hier genau wie mal Wurzel aus 1 minus u Quadrat durch c Quadrat ist. Genau. Also w ist die Geschwindigkeit in dem neuen Bezugssystem, was wir uns angeschaut haben, und u ist die Geschwindigkeit, mit der wir trans oder mit die Geschwindigkeit, mit der sich das Bezugssystem bewegt. Genau. Und ja, das ist die Geschwindigkeit, die wir haben wollen. Und daraus kriegen wir jetzt den Impuls von Teilchen 2 raus. Also, beziehungsweise die Impulsänderung interessiert uns einfach nur. Wir wissen, dass die Impulsänderung von Teilchen 2 gleich 2 mal die Masse, und ich schreibe jetzt hier ein kleines w dazu, Verzeihung, ein kleines v, einfach nur um zu kennzeichnen, dass sich das Teilchen 2 mit Geschwindigkeit v bewegt. Genau. Mal die Geschwindigkeitsänderung. Und der Faktor 2 hier vorne ist einfach nur da, weil sich das Teilchen vorher mit genau der Geschwindigkeit nach unten bewegt hat, beziehungsweise die vertikale Komponente der Geschwindigkeit war genau der Term und die hat nach unten gezeigt. Und nach dem Stoß zeigt sie nach oben. Das heißt, sie hat sich um diesen Betrag geändert, um zweimal den Betrag geändert. Genau. Und was wir auch noch wissen, ist die Impulsänderung von Teilchen 1. Die ist auch wieder 2 mal mw mal w. mw, weil sich Teilchen 1 mit Geschwindigkeit w bewegt. Und wir haben ja angenommen, dass Impuls- und Energieerhaltungssatz immer noch gelten. Wir wissen jetzt also, dass Delta P1 genau dasselbe ist wie Delta P2. Und was können wir daraus schlussfolgern? Naja, wir können irgendwie diese beiden Massen, die so ein Subskript von der Geschwindigkeit haben, können wir jetzt irgendwie miteinander in Beziehung setzen. Und wir kriegen raus, dass mv durch mw dasselbe ist wie Wurzel aus 1 minus u Quadrat durch c Quadrat. Genau. Das heißt, wir wissen irgendwie, dass diese beiden Massen, also wir haben ja angenommen, dass die beiden Teilchen identisch sind, das heißt auch dieselbe Masse haben, jetzt doch irgendwie von der Geschwindigkeit abhängen müssen. Weil, ja, wir haben das Verhältnis der beiden Massen ausgerechnet, das ist irgendwie nicht 1, einfach nur, das liegt einfach nur daran, dass wir uns mit irgendeiner Geschwindigkeit bewegen oder dass sich die Teilchen mit irgendeiner Geschwindigkeit bewegen. Genau. Und das ist irgendwie schon mal ziemlich stark im Widerspruch zum klassischen. Genau. Aber wir können das irgendwie noch etwas mehr spezifizieren. Nämlich, wenn wir jetzt uns den Grenzfall anschauen,
dass w gegen 0 geht, dann wissen wir, dass mw gegen m 0 geht, also gegen die Ruhemasse oder die Masse, die wir klassisch kennen, die Masse eines Teilchens. Und wir wissen, dass v gegen u geht. Warum? Naja, wenn w gegen 0 geht, heißt das einfach nur, Teilchen 1 würde einfach hier stehen. Und naja, die Horizont- oder die vertikale Komponente der Geschwindigkeit von Teilchen 2 würde einfach verschwinden. Genau. Und wenn wir das jetzt in unsere Beziehung, die wir gerade ausgerechnet haben, einsetzen, bekommen wir raus, dass mu gleich... Oh. Ja, ich sehe gerade, ich habe was vertauscht. Das ist natürlich falsch. Wir müssen... Minus 1. Genau. Genau, die minus 1 hatte ich hier vergessen. Also da müsste eine minus 1 stehen. Sonst ist das Ganze falsch. Ja. Okay, genau. Das heißt, wir wissen jetzt irgendwie, haben jetzt irgendwie gezeigt, dass sich so die Massen bei hohen Geschwindigkeiten genauso verhalten. Und man schreibt das auch manchmal etwas anders auf. Also diesen Term hier hinten kennt man ja aus der speziellen Relativitätstheorie. Man kann den irgendwie auch schreiben als 1 minus Beta Quadrat, beziehungsweise als m0 mal Gamma. Also das Geschwindigkeitsverhältnis oder die Geschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit nennt man Beta und diesen 1 durch Wurzel 1 minus Beta Quadrat nennt man Gamma. Genau. Und ja, so verhalten sich Teilchen, oder verhält sich die Masse eines Teilchens bei hohen Geschwindigkeiten. Perfekt. Und demzufolge wissen wir auch, dass der Impuls eines Teilchens, jetzt im klassischen war er m mal v, und im relativistischen ist er jetzt dieses m0 mal Gamma mal v. Dieses m0 ist die Ruhemasse des Teilchens, also das, was wir klassisch messen würden. Genau. Ja. Nachdem wir uns das jetzt angeschaut haben, wollen wir wissen, okay, jetzt verhält sich irgendwie der Impuls anders. Wie ist das denn jetzt mit der Energie? Wenn sich der Impuls mit der Geschwindigkeit anders ändert als erwartet, dann muss das ja auch mit der Energie gelten. Okay, also nochmal klassisch. Klassisch wäre die Energie oder die kinetische Energie 1/2 mv². Okay. Und jetzt könnte man jetzt einfach sagen, okay, wir setzen halt für die Masse auch einfach das rein, was wir gerade ausgesetzt haben, also dieses m0 mal Gamma. Das stimmt aber nicht so ganz. Und das können wir uns einfach wie folgt anschauen. Nämlich, wir schauen uns einfach nur die Masse an, dieses mu. Und... wir schauen uns das jetzt für größere Geschwindigkeiten als klassische an, aber noch nicht ganz so große. Das heißt, wir machen einfach erstmal eine Taylor-Entwicklung. Und das ist dasselbe, als hätten wir uns den Term angeschaut. Okay, und jetzt kommen hier noch irgendwie Terme größerer Ordnung. Die ignorieren wir jetzt aber einfach erstmal. Okay. Und wenn wir, jetzt sehen wir irgendwie schon die Masse, klar, hängt von der Geschwindigkeit ab. Und wie können wir uns das jetzt zunutze machen? Naja, wir schauen uns irgendwie mal ganz viele Teilchen an. Also zum Beispiel ein Gas, was hier ganz viele Teilchen enthält. Und wenn wir jetzt die Temperatur dieses Gases erhöhen, dann haben wir gerade gezeigt, dass... oder wir wissen, dass sich die Geschwindigkeit des Gases oder der Teilchen erhöht. Und demzufolge wissen wir auch, dass sich die Masse des Gases erhöht, wie wir das ja gerade gezeigt haben. Okay. Und wir sehen hier an unserer Taylor-Entwicklung, dass der zweite Term einfach nur die Massenzunahme aufgrund der Molekülgeschwindigkeit ist. Okay. Und wir wissen auch, dass irgendwie die Temperatur proportional zu v² ist. Das heißt, wenn wir die Temperatur ändern, dann erhöht sich irgendwie v² und dann demzufolge auch die Masse.
Aber wir sehen auch, dass der Term hier die kinetische Energie des Zeichens ist. Das heißt, wir können auch schreiben, anstatt einfach zu sagen, okay, die Masse erhöht sich jetzt ungefähr so proportional zur Temperatur, können wir auch einfach schreiben, die Masse erhöht sich oder die Änderung der Masse ist dasselbe wie die Änderung der kinetischen Energie mal dieser 1 durch c-Quadrat-Faktor. Also durch dieses c-Quadrat-Faktor. Genau. Und das gilt jetzt erstmal nur in unserer Näherung, aber es liegt auch irgendwie nahe, und das hat man tatsächlich experimentell überprüft, dass die kinetische Energie und dass hier sogar Gleichheit gilt. Also das ist nicht nur eine Näherung, das gilt tatsächlich. Das heißt, wir können tatsächlich schreiben, dass die kinetische Energie, nur die Energie E gleich m mal c Quadrat. Genau. Das heißt, wir haben irgendwie uns auch einfach, müssen jetzt von diesem klassischen weggehen und sagen, okay, wenn wir jetzt größere Geschwindigkeiten haben, dann ist halt unsere Energie das hier. Das Klassische versteckt sich immer noch hier drin, indem man einfach den Term hier hinten für kleine Geschwindigkeiten tailert und dann kommt dann halt sowas raus wie hier oben. Dann hat man halt einfach eine Ruheenergie, dieses m0c Quadrat. Plus den kinetischen Energieteil, plus noch irgendwelche höheren Terme. Okay, genau. Und ja, was wir jetzt uns auch noch anschauen können, ist, wenn wir jetzt wissen, okay, Impuls und Energie, die verhalten sich irgendwie anders bei größeren Geschwindigkeiten, dann wollen wir auch noch irgendwie wissen, wie stehen Impuls und Energie zusammen. Also im Klassischen kennen wir das ja, die Energie ist p Quadrat durch 2 mal m. Das gilt jetzt aber im relativistischen Fall nicht mehr. Also das hier ist nur klassisch. Und im relativistischen Fall können wir uns das aber auch ganz einfach ausrechnen. Also wir stellen einfach nur die Gleichung, die wir gerade hergeleitet haben, einfach um. Das heißt, wir fangen einmal an. M0 Gamma C Quadrat. Das ist ein Ruheenergie. Wir schauen uns mal das Quadrat davon an. Sieht man gleich noch, warum das hilfreich ist. Genau. Und wir spalten jetzt einfach diesen Ruheenergieterm ab. Also das ist die Ruheenergie. Genau. Und was übrig bleibt, ist jetzt hier noch die kinetische Energie. Und das ist die kinetische Energie. Und das können wir jetzt einfach weiter vereinfachen, indem wir da ein bisschen rumrechnen. Plus m0 Quadrat. Das ist ein Beta Quadrat durch 1 minus Beta Quadrat mal c4. Und das ist dasselbe wie, genau, hier erkennen wir jetzt schon wieder unseren Impuls. Das heißt, dieses m0 Quadrat mal durch 1 minus Beta Quadrat. Das ist genau die Masse ins Quadrat. Die Masse oder m0 Quadrat Gamma Quadrat, das ist ja genau unsere tatsächliche Masse. Beta Quadrat mal c4. Und das Beta ist einfach nur definiert als Geschwindigkeit durch Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, hier kürzt sich zweimal die Lichtgeschwindigkeit raus. Was übrig bleibt, ist Geschwindigkeit Quadrat. Und der Term hier vorne ist einfach nur der klassische oder der relativistische Impuls, wie wir ihn vorhin hergeleitet haben oder uns überlegt haben. Das heißt, das ist der Impuls Quadrat mal c Quadrat. Genau, dann schreibe ich das jetzt nochmal schön ordentlich auf. Das heißt, das ist unsere Energie-Impuls-Beziehung, die man auch gerne so aufschreibt. Genau, und die gilt. Ja. Und interessanterweise ist es jetzt so, dass der linke Term, also dieses e-Quadrat minus p-Quadrat mal c-Quadrat, unabhängig vom Bezugssystem ist. Das heißt, es ist wirklich egal,
ob ich mir das jetzt in einem ruhenden Biss-System anschaue oder in einem bewegten Biss-System. Der Term hier links ist unabhängig vom Bezugssystem, also auch unabhängig von der Geschwindigkeit. Genau, und es gibt jetzt, man kann das jetzt zusammenfassen in einem Vektor, den ich jetzt einfach mal P Tilde nenne. Und dieser Vektor, wenn der so eine Eigenschaft erfüllt, also dass dieser Term hier links unabhängig vom Bezugssystem ist, dann nennt man den einen Vierervektor. Das ist ein sogenannter Vierervektor. Genau. Und dieses Konzept des Vierervektors, das ist ziemlich hilfreich, wenn wir uns Stöße anschauen oder allgemein in der Relativitätstheorie ist das ziemlich wichtig, weil sich mit Vierervektoren zum Beispiel ziemlich einfach die Transformation zwischen verschiedenen Bezugssystemen darstellen lassen. Und genau. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach im Seminar vorbei.